Trotz intensiver Verhandlungen ging es auf der Klimakonferenz in Paris phasenweise nur sehr, sehr mühsam voran. Gao Feng, ein Mitglied der chinesischen Delegation, zeigt sich aber dennoch an diesem vorletzten Tag zuversichtlich, dass ein neuer Klimavertrag geschlossen wird, der die Weltgemeinschaft in eine Zukunft mit einer kohlenstoffarmen Wirtschaft führen wird. Das heißt, weg von Kohle, Öl und Gas. Möglicherweise werde es notwendig sein, die Verhandlungen aber doch noch bis zum Samstag zu verlängern. Aus der EU-Delegation hieß es, es liegt noch viel harte Arbeit vor uns. Und das hat auch unser Kollege Michael Krohns bestätigt, der auch diesen Tag für uns beobachtet hat. Die meisten wetten schon darauf, die Klimakonferenz wird wohl nicht am Freitagabend zu Ende gehen, sondern verlängert werden. Das ist nicht ungewöhnlich, das war eigentlich immer so. Aber es ist ungewöhnlich, dass jetzt sozusagen das zentrale Thema sich gedreht hat. Es geht nicht mehr alleine oder vordringlich ums Geld, sondern es geht um den Temperaturanstieg. Es geht darum, ob man eine Vorgabe macht, die 2 °C noch zu unterschreiten, um auf 1,5 °C zu kommen oder sogar noch darunter. Das ist der zentrale Streit im Augenblick. Und heute Nacht hat man wohl sehr lange zusammengesessen. Manche berichten von 5 Uhr morgens. Es gibt eine Allianz von rund 100 Staaten offenbar, die für dieses Ziel sind. Und es gibt einen massiven Widerstand. Ich möchte darüber sprechen, weil es da wirklich um einen Umstieg von den fossilen Energieträgern geht zu den Alternativen, mit jemandem, der sich da sehr gut auskennt, mit Bärbel Höhn, die ich sehr herzlich begrüßen darf. Frau Höhn, Sie sind Umweltministerin Nordrhein-Westfalen gewesen, sind jetzt Vorsitzende des Umweltausschusses. Das heißt aber, wenn das klappen soll mit den 1,5 Grad, dann müssen wir aus Kohle, aus Öl, aus Gas komplett raus. Das ist eindeutig so. Wir müssen aus den Fossilen raus und wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Denn 1,5 Grad ist natürlich, wenn man das als höchste Erwärmung akzeptieren würde, ist natürlich sehr viel ambitionierter. Das, was jetzt auf dem Tisch liegt an CO2-Reduzierung, das dreht sich ja eher um 3 Grad. Also da müssten wir richtig nochmal reinhauen. Aber ich denke auch, das ist das Ende der Fossilen erreicht. Es gibt immer mehr Kampagnen, die Fossilen müssen im Boden bleiben. Und insofern hat sich hier auch was gedreht auf der Konferenz. Ganz zentral auch für Deutschland spielt die Kohle eine Rolle. Wir haben ja immer so gesagt, wir propagieren die Energiewende, sind ganz stolz darauf, was wir an alternativer Energie und an Technologie da herum auch produzieren können, der Welt zeigen können. Aber selber sind wir ein Riesenverschmutzer mit der Kohle. Also das heißt, wir sind auch in der Zwickmühle da in der Argumentation. Ja, wir sind halbe halbe in der Zwickmühle. Der erste Punkt ist, dass wir mit den erneuerbaren Energien viel erfolgreicher sind, als wir selbst gedacht haben. Wir haben ja mittlerweile 30% Strom aus erneuerbaren Energien. Und da haben wir nicht nur die Atomkraft, die jetzt abgeschaltet worden ist, kompensiert, sondern wir haben einen enormen Überhang, der jetzt exportiert wird. Also wir können jetzt wirklich den Ausstieg aus der Kohle jetzt auch beginnen und auch für die Betroffenen planen. Das ist ja auch wichtig, dass sie wissen, worauf es am Ende hinausläuft. Und von daher wäre es jetzt eigentlich angebracht, die ältesten Braunkohlekraftwerke endlich abzuschalten. Entkarbonisierung nennt man das, was da stattfinden muss und das ganz schnell. Aber wir sind nicht die Einzigen. China zum Beispiel ist auch ein großer Produzent von Kohle, CO2. Was kann man diesen Ländern denn sozusagen als Alternative bieten? Müssen die ganz schnell umstellen? Können wir da ein bisschen helfen? Wir können auf jeden Fall helfen, denn das, was wir erreicht haben mit dem Erneuerbaren Energiengesetz, ist ja auch ein Geschenk an die ganze Welt. Wir haben die Kosten für die Photovoltaik in nur 10 Jahren um 80% reduziert. Und jetzt sind Photovoltaikanlagen für die meisten Länder kostengünstiger als zum Beispiel Gaskraftwerke oder auch durchaus Steinkohlenkraftwerke. Das heißt, es gibt eine Alternative mit Photovoltaik, auch mit Windkraft an Land. Und die Chinesen haben ja Riesenverschmutzungsprobleme. Sie hatten ja die Alarmstufe Rot in Peking. Das heißt, sie müssen auch aus dem Grund raus, aus der Kohle. Und das ist eigentlich auch eine Hoffnung, dass aus vielen Gründen die Chinesen jetzt umschwenken. Frau Höhn, jetzt muss ich Sie nochmal als ehemalige Umweltministerin ansprechen. In Nordrhein-Westfalen knirscht es erheblich. Die RWE hat heute nochmal erklärt, ohne den Abbau von Arbeitsplätzen wird es wahrscheinlich nicht gehen. Das heißt aber auch, die machen richtig Druck. Da hängen unter Umständen 21.000 Arbeitsplätze dran.
Ja, wir müssen sehen, dass ja auch in diesem Jahr schon die Abgabe, die der Minister Gabel eigentlich auf den alten Braunkohlenkraftwerken geplant hatte, umfunktioniert worden ist, als die IGBC auf die Straße gegangen ist und auch die CDU sich vor die Braunkohlekumpel gestellt hat. Und jetzt ist es sozusagen eine Subvention geworden, alte Braunkohlenkraftwerke abzuschalten. Das ist ja das Gegenteil. Also denen wird noch gutes Geld hinterhergeworfen. Ich finde, man müsste dieses Geld nehmen, um ihn in den Strukturwandel zu stecken. Dann auch diese Leute, die dort jetzt arbeiten, die können zum einen gut natürlich eben auch beim Ausstieg aus der Braunkohle noch Arbeit finden. Und vor allen Dingen für ihre Kinder müssten wir jetzt die Alternativen schaffen mit erneuerbaren Energien. Frau Höhn, ganz herzlichen Dank. Ganz erheblichen Widerstand gibt es also noch. Und den gibt es auch bei den Temperaturanstiegsvorgaben, nämlich von den Ländern, die am Höhl hängen, also etwa Saudi-Arabien oder andere. Und da ist das Problem, diese Länder zu überzeugen. Und das dürfte sehr schwierig werden.